Ein bisschen gestresst wegen der Matheaufgaben. Ja, wir haben gerade versucht, mit Anouk Mathe zu machen, zu üben. Davor haben wir schön gebaut und alles, ja, alles super. Aber Mathematik und später Abend, das passt nicht zusammen. Aber wir waren heute halt den ganzen Tag draußen irgendwie unterwegs. Ja, gestern war sie bei der Freundin. Gestern war sie bei einer Freundin, ja. Also wir hatten am Wochenende wenig Zeit zum Lernen und am Wochenende ist ja auch ein bisschen zum Erholen da. Und ehrlich gesagt, naja, irgendwann muss auch Schluss sein mal mit Schule. Ja, aber sie schreiben halt eine Arbeit. Sie schreiben eine Arbeit und wir wollen sie ja nicht ärgern. Und da hat man jetzt gerade ganz schön Stress. Jetzt ist mein Kaffee hier irgendwo, ja. Hier ist mein Kaffee. Ich freue mich da schon sehr drauf. Das ist der erste Kaffee heute. Ich trinke Koffein. Prost, und es ist 21 Uhr, oder was? Nee. Nee, 8. 8 ist jetzt schon durch. 8 Uhr schon durch. Oh Mann, jetzt fange ich an zu schneiden auf alle Fälle. Das kommt nicht mehr rein. Das kommt dann morgen als erstes. Ja, also das ist der Vlog nach dem Vlog quasi. Ist ja bei mir so. Da ist ja, geht ja permanent, geht das ja hier. Ist ja nicht wie bei armen Leute. Jetzt weint das nächste Kind schon wieder. Ja. Ich geh rüber. Mama, wieso erlaubst du ihr? Stopp, lasse. Was? Wieso erlaubst du ihr, mit meinem Regenbogenstift zu malen? Habe ich nicht. Ich habe ihr das Heft gegeben. Ja, aber woher hat sie denn meinen Regenbogenstift? Ja, das ist auf den Schreibtisch gelegt. Was ist denn los? Was hat der Rabenschwester gemacht? Mensch. Das ist scheiße. Komm, da kannst du einen Stift hier. Mal doch. Kannst du mit malen, ist ja kein Problem. Danke. Ich habe einen neuen Namen, ich heiße Arschloch der Welt. Arschloch der Welt? Das ist ein guter Name, der passt auch zu dir. Das ist sehr gut. Das ist ein Aschi. Hast du eine kleine Teenager-Depression, ja, gerade? Ist das eine Teenie-Depression, was du hast? Hä? Weiß nicht. Weiß nicht, ja, ich weiß. Also, gut. Wir sehen uns. Oh, Mensch. Ja, der Luke gemacht. Ja. Das ist eine Katastrophe. Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich euch, liebe Leute. Ich sitze hier, Töchterchen sitzt in der Schule. Mit der Kleinen müssen wir heute zur Vorsorgeuntersuchung und ja, ich sitze am Computer. Ja, so ist der Plan erstmal. Also erstmal werden wir hier wahrscheinlich einen Happen essen. Jetzt geht's zum Doktor. Zum Doktor geht's. Nimmst du einen Horni mit? Mit Hasen? Nein. Okay, dann sieht das nur so aus. Dann muss ich zum Doktor. Mann, Leute. Ich bin im Keller. Ja, wieder 3 Kisten raus heute hier. Nämlich die Romane, kommt jetzt halt in der Garage. Ja. Das mache ich jetzt. Schleppe ich gerade. Kisten. Das ist immer so schwer sein muss, das Zeug, was ich bewege. Könnte mir auch mal ein einfacheres Hobby einfallen lassen. Jetzt noch die Briefmarken. Die alten hier. Hat überhaupt schon einer geboten von euch? Auf die Rahmen? Auf den Posten Fahrradteile? Ich glaube nämlich nicht. Das ist für ein Scheiß. Der zeigt das ab 1 Euro. Und ich stelle diese ganzen Fahrradteile hier. Und da ist nicht ein Gebot drauf. Ich weiß nicht, was da los ist. Wenn da nicht ein Gebot drauf geht auf sowas. Wa? Wenn da nicht das über normalerweise so ein Posten, selbst wenn es Schrott ist, 50 Euro bringt. Ja, dann wozu mache ich denn noch einen Fahrradladen hier, frage ich mich. Da will es ja offensichtlich keiner haben, sowas. Muss aber geboten werden. Einfach nur so, schon für die Arbeit, das einzustellen. Ah nee? Oh, das ist aber wirklich ärgerlich. Das Video gemacht, das eingestellt, die Teile, da bin ich schon wieder drauf und dran, auseinanderschlachten und walten. 120 Euro waren schon günstig dafür, oder 100, da hätte ich auch noch gemacht, aber nicht mal 1 Euro bieten sie. War nicht da, oder was? Na ja. Hat er nicht gezahlt im Monat? Ja. Ah. Bis später. Ja. Gleich aussteigen. Kannst du Häschen holen. Ist ja nicht weit.
Garage. Auf, Garage, auf. So, unterwegs und nicht unterwegs und unterwegs und nicht unterwegs und so weiter. Hin und her. Brillanten Tag. Ich nehme das mit dem schönen Muster. Ja, was auch immer das ist, nimm das mal mit dem schönen Muster. Ist wahrscheinlich koffeinfrei, wa? Muster. Special Edition. Special Edition. Ah, ich sehe schon wieder Opfernudeln. Ja, war Mama. Das war Mama? Du hast das hier essen, Mama? Das stimmt überhaupt nicht. Ach, Mama. Mama. Auf mich geschoben. Was sagst du denn hierzu? Nein, neu, mit Etikett. Nein. Und dann drin habe ich Armani, auch noch neu. Guck mal nach, nimm mal ein Tuch raus. Findest du schön? Ja, habe. Ja. Passt zu dir, war ein Oberteil gerade. Wie meine Tasche, meine Sporttasche. So in Ordnung. Mhm, ist doch schön. Das finde ich auch schön. Fünfer. Ich bin eigentlich sonst nicht so jemand, aber. Guck mal nach, die Marke kenne ich auch nicht. Würde mich jetzt mal interessieren, ob was Schwedisches war. Ist jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes oder so, aber und so Designer-Schnulli habe ich gekauft beim Trödler. Sieht aus wie eine Kulturtasche für mich so. Für den Preis nimmst du das mal mit. Was so ein Armani-Tuch kostet, weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich auch nicht so viel, aber gefunden? Mensch, Nucki, das ist lecker. Ja, dann behalt's. Was mit dem Tuch? Willst du das oberhalten? Alles wieder los. Ja, ich nehme das von den Kindern immer, weil die meine ganzen Schals von oben mittragen. Ja, ist ja nicht verkehrt, ein Original für 2,50. Tasche für 2,50. Tuch, 2,50. Ja, mach dir erstmal Mathe und danach kannst du das machen, okay? Ja, wie gesagt, wenn es dir gefällt, aber dann musst du auch tragen. Weil ich kauf dir immer gerne Taschen. Ja, Taschen ist ja alles kein Hit, zeig mal her. Schön farbig, ich mag die Farbe. Hier, die Tasche habe ich gerade gekauft. Für 2,50. Okay. Mit, Gwyneth Q Petiole in der Farbe Misty Lavender. Und dann haben wir hier noch eine Armani. Was ist denn das? Tuch. Das ist ein Tuch. Armani. Original. Mit Zertifikat sogar. Ja, jeden Artikel da durchnummerieren. Ja, aber ich glaube, der ist zeitlos hier. Fast. Ne? Mit der Farbe. Wie sieht's aus? Ich bin der Modeprinz, ich bin der Modeprinz. Naja, auch 2,50, halt 2,50, das Tuch 2,50, die Tasche, dachte ich mir, mache ich nicht verkehrt, bringe ich meiner Frau mal mit. Nee, das habe ich nicht gedacht, ich habe eigentlich gedacht, mal gucken, was sie sagt. Und dann sagt sie, danke, dass du mir mitgebracht hast. Auch nett. So ist es, wir wollen so zerronen. Aber ich habe auch an Angie verkauft. Hat da natürlich genommen für 15 Euro, die zwei Sachen. Aber ich komme mit einer ganzen Kiste, will 20? Ja, nee. Wird in Zukunft nur noch so machen. Geh zu ihm hin, ab und zu mal. Geh hin so und sag hier, zwei Teile. Gibst mir 15? Ja, weiß ich noch nicht. Typische, weiß ich noch nicht. Muss mal gucken. Ja, guck da. Ja, hier bitte. Das ist am besten. Wenn du mit der ganzen Kiste kommst, sind sie überfordert. Ja, was soll ich denn damit hin? Da muss ich den ganzen Müll hochnehmen. Mann, ich bin den ganzen Tag hier nur am Spielen mit den Kindern, ey. Anouk hat ihre Hausaufgaben jetzt fertig gemacht. Jetzt muss ich mit Anouk noch eine Runde spielen. Was willst du denn jetzt bauen? Spielen? Fakt ist, ich spiele jetzt noch eine Runde mit Anouk und dann ist Feierabend auch wieder wie für heute. Ein Flugzeug bauen aus das, dann müssen wir das Auto auseinanderbauen. Ja. Wir gucken mal, na, wir fangen mal an zu basteln und dann, wir fangen mal klein an. Also bis morgen, macht es gut. Ciao, bis Tommy dann. Und Familie.